Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier gemeinsam die digitale linke Agenda präsentieren können unter der Überschrift Hashtag Digital Links. Ich will zunächst sagen, was wir ausdrücklich nicht gemacht haben. Wir haben jetzt nicht einfach Copy und Paste all der schönen Dinge, die schon im Wahlprogramm drinne stehen und wo wir schon sehr viel digitale Kompetenz bewiesen haben, nochmal zusammengefasst, sondern uns fünf Autorinnen und Autoren ging es darum, uns grundlegend und auch sehr weitreichend mit dem Thema Digitalisierung, Roboterisierung auseinanderzusetzen. Und wir haben das gemeinsam, diese Agenda im Team erarbeitet. Zum Inhalt. Digitalisierung und Industrie 4.0 verändert die Gesellschaft sehr grundlegend. Unsere Art zu leben, zu produzieren, unsere Art zu kommunizieren, aber auch wie wir uns bewegen. Und das macht die Verhältnisse beweglich, eben auch von links politisierbar. Und dabei sind wir erst am Anfang von den großen Umbrüchen, die anstehen. Wir sind der Überzeugung, wir vier, die wir hier stehen, dass in Digitalisierung enorme Potenziale liegen. Doch viele dieser Potenziale werden gegenwärtig noch eingeschränkt durch die Eigentumsverhältnisse, durch die Wirtschaftsweise, und wir wollen das ändern. Wir begreifen deswegen Digitalisierung auch als eine Möglichkeit, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen, wohl wissend, dass wenn sich gar nichts ändert, auch die Gefahr besteht, dass es für viele erstmal auch als eine Bedrohung empfunden wird. Unser zentrales Ziel ist, dass die Gewinne des technischen Fortschritts allen zugutekommen. Und will das an einem Punkt verdeutlichen. Digitalisierung macht halt deutlich, dass das Prinzip des Teilens, die gemeinsame Produktivität, viel erfolgversprechender ist als das Prinzip der künstlichen Verknappung und des Ellenbogens, also der reinen Konkurrenz. Um das in allem Beispiel zu verdeutlichen, ein Apfel kann man nur einmal essen, wenn man den teilt, wird er in der Tat weniger. Wissen ist ein Gut, was gerade durchs Teilen, durch die gemeinsame Produktivität erst sich in Gänze entfaltet und mehr wird. Ein wichtiger Punkt in unserer Agenda ist der Kampf um Zeitsouveränität, um Zeitwohlstand für alle. Nur wenn wir bereit sind, die Arbeitszeit radikal zu verkürzen und Zeitsouveränität für alle ermöglichen, dann sorgen wir dafür, dass die Früchte der Digitalisierung allen in der Gesellschaft zugutekommen und nicht nur einigen wenigen Konzernen. Und wir sind halt der Überzeugung, dass Digitalisierung der Arbeitszeitverkürzung wirklich den roten Teppich ausrollt. Deswegen haben wir auch einige ganz konkrete Forderungen zur Arbeitszeitverkürzung hier im Papier. Zum einen geht es uns um einen anderen Standard, nämlich den Standard von einer kurzen Vollzeit. Die Arbeitswoche der Zukunft sollte also um die 30-Stunden-Woche kreisen. Hinzu kommt, es muss ein Recht auf individuelle, situative Arbeitszeitverkürzung geben. Und das heißt halt auch, dass jeder Mensch mindestens zweimal in seinem Arbeitsleben das Recht auf eine Auszeit, auf ein Sabbatical hat. Und es muss ein Recht auf Weiterbildung geben. Und natürlich gehört dazu auch das Recht auf einen Feierabend. Diese Arbeitszeitverkürzung muss natürlich verbunden werden mit dem Recht auf soziale Garantien und den Kämpfen um gute Löhne, damit es auch wirklich zu mehr Lebenswohlstand führt. All die Punkte, die wir nennen, das will ich hier noch sagen, die werden nicht einfach vom Himmel fallen oder uns auf ein Silbertablett präsentiert werden, sondern die müssen wir erstreiten, aber dazu sind wir auch bereit. Vielen Dank. Ja, einer unserer Punkte in der digitalen Agenda nennt sich Kooperation statt Konkurrenz. Konkurrenz, dahinter steckt der Wettbewerb gegeneinander und es steckt dahinter die künstliche Verknappung. Wie Katja Kipping gerade ausgeführt hat, wollen wir mehr Commons, mehr Gemeinwohl, mehr Kooperationen miteinander teilen. Gemeinwohl statt Profit, Commons statt Patentschutz ist da unsere Devise, um eine Produktivität des Gemeinsamen als neues ökonomisches Prinzip zu erreichen. Wir wollen die Kraft der Netzwerke für alle nutzen. Wir wollen, dass der Zugang zu Wissen, der Zugang zu Problemlösungen, wenn man sie einmal gefunden hat und viele Probleme sind generisch, weltweit verfügbar sind, zum Wohle aller. Wir glauben aber auch, dass eine digitale Revolution eine soziale Revolution braucht. Das ist noch nicht mal etwas Neues. Also wenn man sich die letzten industriellen Revolutionen anguckt und auf dem Niveau bewegen wir uns, dann sehen wir das auch bei der ersten Industrialisierung. 1881 war das der Fall, die ersten Sozialversicherungen eingeführt worden sind. Das war damals notwendig. Heute brauchen wir eine neue Stufe der sozialen Revolution. Wir brauchen eine Neuverteilung der Wertschöpfung. Viele soziale Leistungen werden heute in Abhängigkeit von Lohneinkommen finanziert. Wenn es aber immer weniger Wertschöpfung gibt, die über Löhne verteilt wird, brauchen wir ganz andere Mechanismen, um das zu erreichen.
Wir brauchen für Umverteilung unsere klassischen linken Forderungen, solidarische Bürgerversicherung, für die wir schon lange eintreten. Wir brauchen Vermögenssteuer, Reichensteuer, Erbschaftssteuer und endlich eine bessere soziale Absicherung von den immer mehr werdenden Solo-Selbstständigen. Wir wollen aber auch neue Wege gehen. Wir, die wir hier stehen, treten ein für ein bedingungsloses Grundeinkommen als die Lösung, die die Würde des Menschen sichert in einer Welt, in der es nicht mehr immer bezahlte Arbeit für jeden gibt. Um das an einem Beispiel zu zeigen, es ist völlig irrelevant, ob wir darüber reden, ob autonome Autos in 5 Jahren, in 10 Jahren oder in 15 Jahren auf unseren Straßen fahren werden. Sie werden auf unseren Straßen fahren. Das bedeutet für 800.000 Berufskraftfahrer, dass ihr Job nicht mehr da sein wird. Die Fahrschullehrer und Lehrerinnen fallen auch weg. Und die Personalabteilungen, die diese Menschen verwaltet haben, die werden auch nicht mehr gebraucht. Wir haben aber nicht nur Produktion zum Beispiel in Fabriken. In China haben wir dunkle Fabriken, die deshalb dunkel sind, weil nur noch Roboter dort arbeiten. Da wird wirklich buchstäblich das Licht ausgeknipst nach dem letzten Mensch. Wir haben zunehmend auch eine Digitalisierung in den Dienstleistungen. 9 von 10 der am meisten von Digitalisierung betroffenen Berufe sind Dienstleistungen. Da kann dann auch keiner mehr kommen und sagen, wenn harte Arbeit durch Roboter ersetzt wird, na dann macht doch einfach ein bisschen mehr Weiterbildung, wie man das von dem einen oder anderen Politiker gehört hat. Das reicht in Zukunft nicht mehr. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass es auch in einer solchen Zukunft eine gute, eine soziale Zukunft für alle gibt. Wir haben es so ein bisschen aufgeteilt, insofern haben Sie den Begriff Datenpolitik in unserem Papier gesehen und sind vielleicht auch schon im ersten Satz zur Kernaussage vorgedrungen. Datenpolitik ist für uns nicht nur die Frage, wem gehören die Daten, sondern müssen die Daten irgendjemandem gehören, sollen sie im Privatbesitz bleiben. Wir kennen aktuelle Forderungen aus der europäischen Politik, zum Beispiel Günther Oettinger, der einen neuen Eigentumsbegriff für Daten einführen wollte und einführen möchte. Wir glauben, das ist der falsche Weg, um zu mehr Datensouveränität zu gelangen, sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für die Industrie, die ja das große Problem hat, dass wenn im Rahmen von Industrie 4.0 alles automatisiert wird, alles in der Cloud liegt, ist die Cloud meistens durch ein amerikanisches Großunternehmen, zum Beispiel Amazon, gemanagt und eben auch zugreifbar und sichtbar für Menschen, die dort arbeiten. Wir glauben nicht, dass ein Eigentumsbegriff für Daten der richtige Weg ist, um sowohl die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen vor Datenmissbrauch, vor Geschäftsmodellen, die mit ihren Daten unlautere Dinge tun. Wir fordern stattdessen ganz konkret, dass AGBs rechtlich verpflichtend Verbraucherinnen und Verbraucher schützen müssen. Dafür haben wir eine Regelungsmöglichkeit sowohl in Deutschland als auch im europäischen Rechtsraum. Wir glauben auch, dass zum Beispiel AGBs auch leichter verständlich und maschinenlesbar sein sollten. Das ist nur ein Beispiel, auch eine ältere Forderung. Und wir denken nicht, dass ein Eigentumsbegriff für Daten, ob er nur privat oder für Privatleute oder für die Industrie gilt, darüber hinwegtäuscht, dass wir oder täuschen kann, dass wir eine öffentlich organisierte Dateninfrastruktur, das bedeutet nicht nur Netze, wie wir im Kapitel zur Infrastruktur auch geschrieben haben, die öffentlich organisiert werden, also Breitbandausbau, der den Namen auch verdient, sich nicht an Kupfer und Vectoring organisiert und orientiert, sondern Glasfaser bevorzugt. Das Ganze abseits von Geschäftsmodellen, die wir nicht für zureichend halten, um den Investitionsbedarf in den auch gerade ländlichen Breitbandausbau zu sichern, orientiert, sondern öffentliches Geld für eine öffentliche Daseinsvorsorge in die Hand nimmt. Das bedeutet auch, dass wir Standards definieren, die offen bleiben. Wir sind uns bewusst darüber, dass das Internet erst dadurch groß geworden ist, dass es offene Standards gab und Standards geöffnet wurden. Wir kennen alle HTTP, FTP, SMTP und so weiter. Das sind Protokolle und Standards, die für jeden und jede frei zugänglich waren und das auch noch sind. Neue Standards sind längst hinzugekommen, wie zum Beispiel Bezahlen im Internet. Es ist schon angesprochen worden, das autonome Fahren. All das sind Standards, die elektronische Datenverarbeitung, das Netzwerk und das Internet betreffen, die proprietär organisiert sein werden, Wirtschaftsinteressen und den Interessen einzelner Firmen unterliegen werden, aber zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören, die öffentlich organisiert werden muss, um uns zum Beispiel vor Missbrauch, vor Eingriffen in die sogenannte Cybersicherheit, aber auch vor dem Wegfall von Firmen, die uns versorgt haben, mit bestimmten Standards schützen sollen. Wir glauben, dass nicht nur die
digitale Infrastruktur als auch, auch die digitale Bildung öffentlich organisiert und vor allem mit mehr Engagement öffentlich betrieben werden soll. Es reicht nicht, dass man ein Millionenprogramm seitens des Bundesministeriums aufsetzt, das nichts weiter ist als ein Konjunkturprogramm für Hardwarehersteller, um die Schulen so in die digitale Welt zu bringen, wie es so schön heißt. Man muss mit den Inhalten arbeiten, es muss alltäglich werden, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung und alle Menschen mit offenen Netzwerken und Plattformen zur Verteilung von freiem Wissen arbeiten. Da braucht es mehr Engagement des Staates und der öffentlichen Hand, um so etwas zu fördern wie die Wikipedia, wie all das, was in den letzten Jahrzehnten rundherum entstanden ist und was auch durch Geschäftsinteressen und durch neue Modelle und neue Plattformen von Verlagen, von Dienstleistern aus dem außereuropäischen Ausland bedroht ist. Wir wollen, dass an den Schulen die freie Kultur und die freie Nutzung von Wissen und Informationen alltäglich wird, Einzug hält und pädagogischen Standards entspricht. Auch das haben wir mitgemeint in dem Text zu Bildung. Ein wesentlicher Satzteil in dieser Agenda ist für mich die Dialektik der Digitalisierung. Und das zeigt sich meiner Meinung nach sehr schön daran, wenn man die Chancen auf der einen Seite betrachtet, was wir natürlich durchaus in dem Papier auch machen. Und das bezieht sich natürlich auch auf Fragen der Demokratisierung und auch auf Fragen der Emanzipation, der Geschlechtergerechtigkeit, aber eben auch anderen marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben. Wir sehen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, auch für linke Positionen und für eine linke Politik, sich über die technologischen Möglichkeiten zu vernetzen, die Themen präsent zu machen und auch eine Schlagkraft zu entwickeln, die eben unseren Themen, die wir auch unabhängig vom Internet immer bearbeiten, möglich zu machen. Gleichzeitig, also das betrifft jetzt Emanzipation zum Beispiel, aber eben auch Demokratisierung, die in den letzten, oder die bisher natürlich immer auch daran gescheitert ist, dass es nicht skaliert ist und man nicht so viele Menschen in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen konnte, wie es jetzt möglich ist. Auf der anderen Seite, und da ist der dialektische Part natürlich, ist es eine Gefahr, dass eben die falschen Leute und die falschen Menschen diese technologischen Möglichkeiten nutzen. Das heißt, Stichwort Geheimdienste, wir haben mehrfach gesehen, dass die Überwachung eben oder die Technologien von den Geheimdiensten missbraucht werden. Das haben wir beim NSA-Skandal, aber auch, und das muss man immer zusammendenken, im NSU-Skandal gesehen, Geheimdienste sind nicht das, was wir uns unter Sicherheit auch vorstellen, sondern wir wollen eine öffentliche Sicherheit, wir wollen eine demokratische Sicherheit und wir wollen den Datenschutz und auch die Verbraucherrechte schützen. Und da ist, glaube ich, diese Dialektik müssen wir jetzt, oder die haben wir in diesem Papier, finde ich, sehr gut dargestellt, dass es auf der einen Seite eben die Chancen gibt, die Menschen auch zu mobilisieren, auch für linken Themen zu begeistern und auf der anderen Seite eben auch die Gefahren bestehen, die darin in einen dystopischen Zustand enden können, in dem Menschen im Prinzip nur weiter unterdrückt, unterjocht werden. Das heißt, wir glauben daran, dass wir die Digitalisierung nutzen können, dass wir die Technologien nutzen können, um die Gesellschaft besser zu machen, aber dass das eben auch ein politisch gewollt sein muss. Und das ist das, was wir anstoßen wollen, eine politische Auseinandersetzung, um wie wir die Digitalisierung nutzen können, dass sie gesellschaftlich, kulturell, aber eben auch ökonomisch denen zugutekommt, die in dieser Mehrheit im Land sind. Ja, zusammenfassend möchten wir mit unserer Linken die digitalen Agenda eine Zukunftsvision aufzeigen, die urlinke Ziele mit der Digitalisierung verknüpft. Das ist natürlich auch erstmal ein Anfang, ein erster Schritt. Zukunft ist nichts Statisches und entwickelt sich weiter. Genauso wird das auch unsere linke Agenda tun. Aber vor allem steht Zukunft ja nicht fest. Die Zukunft besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Art Kontinuum, wenn man so will. Und welche dieser möglichen Zukunftsperspektiven Realität sein wird, das hängt im Wesentlichen davon ab, welche Weichen wir heute stellen. Ein Weiter-so ist für uns da keine Option. Das ist nicht nachhaltig, es ist ungerecht, es richtet unseren Planeten zugrunde und letztlich spaltet es auch unsere Gesellschaft. Man kann zum Beispiel nicht für 10 Millionen Leute Hartz IV machen, das ist jetzt schon entwürdigend und es wird nicht weniger entwürdigend, wenn es mehr Menschen betrifft.
Ich möchte zeigen an einem Beispiel des 3D-Drucks, wie sehr diese Weichenstellung Ergebnisse beeinflussen kann. 3D-Druck bedeutet eine Technologie, bei der man aus einer digitalen Datei ein physisches Objekt erstellen kann. 3D-Drucktechnologie ist heute sehr preiswert und wenn so eine Druckanleitung zum Beispiel mit einer offenen Lizenz versehen im Internet zu finden ist, dann kann jeder Mensch zum Produzent werden, der Zugang zu dieser Drucktechnologie hat. Dann kann man so großartige Dinge erreichen, wie ein Minenopfer in Laos kann auch für unter $10 eine Handprothese ausdrucken und wieder am Leben teilhaben und unabhängig werden. Es gibt einen Arzt im Gazastreifen, der wegen der Blockade im ganzen Krankenhaus nur 2 Stethoskope hat. Der hat sich selbst eins nachentwickelt, 3D gedruckt und diese Lizenz dafür quasi der Welt geschenkt. Jetzt kann also jeder statt für $200 für $2 ein gleichwertiges Stethoskop herstellen. In China, Russland und Dubai werden inzwischen Häuser gedruckt. Ich persönlich frage mich ja, warum eigentlich nicht hier. Das ist rasend schnell. In Russland hat man zum Beispiel ein Einfamilienhaus in 24 Stunden gedruckt, genau an die Stelle, wo es hin soll. Und man kann mit dieser Technologie nicht nur schnell Häuser bauen oder drucken, auch nicht nur preiswert, sondern auch schön. Was heißt das für sozialen Wohnungsbau, unter anderem bei uns in Deutschland? Wir können künftig auch transplantierfähige Organe drucken. Es bräuchte nie wieder eine Warteliste geben. Aber was, wenn darauf ein teures Patent liegt? Genau solche Dinge wollen wir nicht. Wir wollen keine künstliche Verknappung mehr, da wo sie eigentlich nicht mehr nötig ist. Wir wollen Weichen stellen für eine linke Vision. Wir wollen genau deshalb offene Standards und Lizenzen fördern. Wir wollen vor allem Bildung und Wissenschaft zuallererst mit einem komplett freien Zugang zu Wissen versorgen. Wir wollen Innovationen fördern, und zwar Gemeinwohlforschung. In die wollen wir massiv investieren, auf Basis offener Standards, damit wir Probleme lösen können durch solche Innovationen, die wir anschließend der Mensch schenken. Wir brauchen Glasfaser und Infrastruktur in öffentlicher Hand, Open Government statt Überwachungsstaat und am Ende eine neue kooperative Form des Wirtschaftens statt Konkurrenz und den klassischen Kapitalismus. Wir glauben, dass sich mit dieser Strategie die Macht des Kapitalismus quasi von unten brechen lässt und dass wir tatsächlich eine bessere Welt für alle schaffen können. Zum allerersten Mal zum Beispiel ist es nicht nur eine Utopie, sich vom Zwang, die eigene Arbeit verkaufen zu müssen, zu befreien, ein für alle Mal und Wohlstand für alle zu haben. Das ist nicht länger eine Utopie, es ist eine realisierbare Option und Vision und für die wollen wir uns einsetzen. Vielen Dank.